Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video zu Classic PC. Diesmal mit meinem Magier und heute möchte ich euch sagen oder zeigen, wo gehe ich meine Partikel farmen. Die Elementarpartikel oder elementare Essenzen sind ja in PC sehr wichtig, gerade für die Ausrüstung. Und lasst uns einfach mal gucken, wo kriegt man was her? Und wo oder wo gehe ich farmen? Es gibt mit Sicherheit noch mehr Spots und ich werde auch einige vergessen, aber ich zeige euch jetzt, wo ich was farmen gehe. So, dann fangen wir mal an, oben in der Sturm. Hier sind ja die Mana-Würmer, hier unten sind die Geister. Also hier gehe ich eigentlich fast nur für Mana-Partikel hin, also um das Ur-Mana zu farmen. Andere Sachen, wenn mal was ist, nehme ich halt nebenbei mit, aber hier ist eigentlich rein Mana-technisch. Schergrad gehe ich gar nicht farmen. Hier könnte man eigentlich noch Feuer mitnehmen, bin ich aber eigentlich nie unterwegs. Eigentlich schönes Wort, ne? Dann haben wir Nagrand. Ne, gar nicht wahr. Wir haben Zangarmaschen. Da ist so auch nicht viel zu holen, außer im Todesmoor. Da könnt ihr Lebenspartikel farmen. Ne, die ganzen Sumpfriesen, die lassen Lebenspartikel fallen. Ne, die gibt es dann hier und weiter hier unten ist ja auch nochmal ein Lager. Und alles andere, was man hier groß farmen kann, hat weniger mit Partikel zu tun. Da gibt es aber nochmal ein extra Video von mir. Nicht heute. So, dann kommen wir mal zu Nagrand, wo man eigentlich am meisten farmen kann. Da haben wir ja hier das Elementarplateau. Denkt dran, das sind alles 70er da oben. Das ist ein bisschen aufwendiger, die zu töten. Und da sind halt auch sehr viele Leute, weil halt da oben alles zu kriegen ist, ne? Feuer, Luft, da sind alle Elementare. Für Wasser würde ich euch aber eher empfehlen, geht hier einmal entweder hier über Garadar, beim Thron ins Wasser, oder beim Sonnenwindposten. Da sind Wasserelementare, die könnt ihr einfacher töten. Oder für diejenigen, die gerne angeln, es gibt Wasserstrudel. Ne? Allgemein gibt es Wasserpartikel auch in den Strudeln. In fast jedem Strudel können die drin sein. Ne? Dann habt ihr hier sehr viele Erdelementare. Also Erdpartikel könnt ihr hier sehr, sehr viele farmen. Luftpartikel sind eigentlich auch ziemlich viele unterwegs. Und was noch besonders ist, hier unten habt ihr Schattenpartikel. Ne? Da könnt ihr dann auch noch mal farmen. So, Feuer war hier, glaube ich, weniger. Konstruktionslager weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Lohnt hier aber auch, glaube ich, nicht. Höllenfeuer-Halbinsel farme ich eigentlich weniger. Wälder von Taraka auch nicht. Und im Schattenmoontal gehe ich zum Beispiel persönlich Feuer farmen am liebsten. Da hat man ja hier auch die, überall die Seen, hier diese Lava. Und meist da, wo Lava ist, sind auch Feuer. Elementare. Erdelementare sind hier auch und gerade hier unten in dem Bereich sind auch sehr, sehr viele Luftelementare. Also es ist halt auch ziemlich überfarmt, also ihr müsst da schon ein bisschen gucken. Aber das sind so die Orte, wo ich farmen gehe. Ich brauche ja zum Beispiel als Magier auch sehr viel Feuer und ich habe jetzt auch angefangen für mein Set zu farmen, aber ja. Stresst euch da auch nicht. Guckt auch ins AH. Viele Sachen, gerade Schattenpartikel, sind sehr günstig im AH zu kriegen, weil die auch. Also, ich habe die damals für mein Lederset, oder für die Setteile, für meinen Dodo-Tank geholt. Damals waren sie nicht billig. Heute sind sie günstiger. Weil heute die Leute halt auch ein bisschen übertreiben. Es ist halt anderes Spiel, ne? Es grinden sich. Es gibt halt. Goldgeld, die sagen Farmpartikel für Gold, alle ziehen los und der Preis geht in die Knie. Deswegen schaut auch im AH nach. Also es ist nicht alles so teuer. Wenn ihr Gold übrig habt, gerade bei Schatten oder Erde, Erde ist glaube ich auch billig, kauft die lieber, anstatt euch die Mühe zu machen, euch mit den Leuten da noch rumzuprügeln. So, das wollte ich euch heute kurz mit auf den Weg geben. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video von mir. Also, bis dahin. Tschüss.